So, wir gehen direkt rein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer... Oh, hier flackert es noch. Weiteren Runde. Stronghold Crusader. Und, ja, wahrscheinlich auch erstmal die letzte. Komme ich gleich zu. Aber vor allem die letzte, in diesem Kreuzzug. So, ja, wir fangen mal direkt hier an. Komm mal, hier können wir mal dicker machen. Warum greifen die denen dann nicht an? Der Ratte. Wo seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch weg. Bald überwältigen. So. Wir machen da erstmal den Graben weiter. Ja. Wir haben hier zuletzt eine riesige Todeszone ausgerufen. Ja. Jetzt, die hier kann ich doch abziehen, oder? Eine Nachricht von Richard. Wieso können die hier nicht hin? Mutig. Ah, die können da gar nicht durch. Warte, dann aber, dann mache ich hier eine Treppe. So, das müsste auch gehen. Das war nicht schön, aber... Ja. Trebia. So, wir müssen mal ein bisschen gucken. Die hier können aufgelöst werden. Hitematik. So, die können da drauf. Einfach zur Sicherheit. Die Sklaven buddeln hier richtig einen Graben, Junge. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ah, schön. Ja. So, wir machen einfach hier... Wir lösen das auf. Vorratslager ist voll, ja. Also, genau. Wir haben jetzt ganz viel Erz. Jetzt müssen wir mit der Waffenproduktion starten. Auf dem Weg. So. Tribok bereit, Sire. Erlassen Belagerungsgerät. Ihr kommt auch noch weg. Für dieses Gerät so, auflösen. Dieses Gerät sehr gut. Wir mehr Baumeister. So, okay, haben wir Gold? Wir haben Gold. Dann 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Guck mal, das können wir hier mal abreißen, die ganzen kleinen Kackmauern. Weg. So. Schön. Très bien. 4, 4. Machen wir mal mehr. 1, 2. Wir benötigen Holz. Aha. Na gut, dann warten wir. Oh, wobei, das können wir auch kaufen. Scheiß der Hund drauf. Was war das denn? Also manchmal, ich muss hier mit... Übrigens, das ist immer ein Ding. Ich kann hier mit Stronghold Crusader nicht eine Game-Aufnahme in meinem Aufnahmeprogramm einstellen, also eine Spielaufnahme, sondern muss immer eine Bildschirmaufnahme machen. Und da gibt es diesen Bug, und das ist dann immer dieses Flackern, dass, wenn im Hintergrund auf dem Desktop irgendwas passiert, da kommt irgendwie ein kleines Fenster Steam-Update oder keine Ahnung, dann flackert sie immer durch. Bisschen nervig. Aber genau, dann wisst ihr jetzt auch mal, woran die woran das liegt da. Voila. So. So. Jetzt haben wir 6. 6. Wir benötigen mehr Holz. Gut, mehr Holz. Können wir haben. Was wünscht ihr? Achso, was ich hier auch nochmal machen wollte. Achtung! Das fiel mir gerade eben auf. Hier sind ja gar keine Ballisten mehr. So, aber. Und los. Ja, okay. Waffen geschultert. Ja, gut. So. Bereit, eure Lordschaft. Okay. Ja, wir müssen aufpassen, dass da die Ambroschützen nicht ausgedünnt werden. Ja, als nächstes steht der Kalif an. Ich würde sagen, wir lassen jetzt Schwertkämpfer einfach produzieren. Das ist die Nummer 6. So, ansonsten... Hier ist irgendwie gar keine Mauer, merke ich gerade. So. Kommen die denn überhaupt an alles ran? Ja, klar, über die Treppe jetzt. Okay. Ja! Liebe Leute. Wir werden jetzt einfach slow and steady, wie gesagt, die Schwertkämpfer produzieren lassen, aber auch die Briten und Bogenschützen wahrscheinlich wieder. Güter. Vielleicht ein bisschen nebenbei die Armbrustschützen aufstocken und werden jetzt slow and steady uns hier vorarbeiten. Der Richard ist natürlich ein bisschen eskaliert. Ja, Mensch, dadurch, dass das ja jetzt ein... Alter. Dadurch, dass das ja jetzt ein Zweiteiler ist, liebe Leute,
kann ich ja auch ein bisschen auf die Kommentare eingehen vom letzten Mal. Auf der einen Seite, ich teile die Kommentare mal in zwei Kategorien auf. Auf der einen Seite wieder sehr viel... Hätte er mal. Ja, hätte er mal. Auf der einen Seite natürlich... Kann es sein, dass die Katapulte hier ab und zu was treffen? Wie viel sind das? 50. Eben waren das mehr, oder? Okay. Erste Kategorie der Kommentare. Sehr viel Ingame-Mechanics. Ja, sehr viel auf verschiedene Sachen eingehen. Einer hat zum Beispiel geschrieben, yo, du kannst hier mit Steuerung sonst was immer schnell den Markt aufrufen oder die Kaserne. Ich probiere jetzt lieber nicht aus, weil ich weiß es leider nicht mehr aus dem Kopf. Aber das ginge wohl super. Gleichzeitig, ich hatte jetzt, glaube ich, vor zwei Folgen auch hier Kapellen oder so gespammt für Religion. Aber auch Kathedralen und Kirchen. Da wurde mir gesagt, nö, das bringt gar nichts. Nur Kapellen kann man spammen. Kirche oder Kathedrale, da bringt es nichts mehr als eine zu haben. Cool. So eine Sachen. Ich muss auch sagen, ich habe mir letztens ein paar Sachen bei Utwin. Ist ja auch oft in den Kommentaren, ist ja der Stronghold-Boy in Deutschland. Wie können wir helfen? Ein paar Videos über einzelne Mechanics angeschaut. Sehr interessant. So, jetzt sind gerade vier auf einen Schlag gestorben. Nee. Guck mal, die knallen hier rein. Ich wusste es. Diese... Die sind einfach nicht verlässlich. Entschuldigung. Hab mir ein paar Videos angeguckt, so über einzelne Mechanics. Zum Beispiel, gut und böse. Ja, was bringt eigentlich jetzt mal ganz konkret, statistisch gezeigt, was und wie viel und überhaupt. Ganz interessant. Reißen wir mal ab hier. Haben wir hier auch mal ein bisschen... Ne, den lassen wir mal. Ich muss aber auch sagen dazu, was wünscht ihr? In der Summe, auch mit euren Kommentaren in diese Richtung, ich habe, also aktuell handle ich es einfach so, ihr habt es ja gesehen, so auf dem Kanal, da kommt jetzt wieder richtig regelmäßig was. Ich kümmere mich jetzt einfach darum, dass regelmäßig zum Beispiel Stronghold kommt, neben dem ganzen anderen Stuff, den ich zu tun habe. Aber da diese kleine Extrameile zu gehen und dann doch recht viel Zeit zu investieren, um mir Guides anzuschauen oder mal genau auch in-game zu gehen und mir das einzuprägen, Steuerungsgruppen, wie ich was baue. So, wie gesagt, diese Extrameile zu gehen, die ist einfach gerade nicht. Also, ich weiß, ich bin dafür auch irgendwie bekannt, selbst bei irgendwelchen 20 Jahre alten Spielen, übel zu tryharden immer. Aber hier ganz ehrlich, so PvE ist das auch einfach nicht nötig. Man merkt ja, ich komme hier bei den meisten Maps First Try durch. Und würde ich jetzt noch viel mehr ins Detail hier gehen und alles durchoptimieren, was auf jeden Fall möglich ist, das habt ihr gut erkannt, dann wäre es hier noch eindeutiger. Beim zweiten Kreuzzug müssen wir mal gucken. Den wird es auf jeden Fall mal geben. So, das ist die eine Kategorie der Kommentare. Auf der anderen Seite, und da muss ich mal ganz schnell kurz raustappen. Zack, und wieder rein. Diese ganze, also diese so letzte Kreuzzugsmission hat natürlich dann auch viel dafür gesorgt, dass wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt. Die Leute angefangen haben zu diskutieren, was denn jetzt danach kommt. Ne? Wie geht's jetzt weiter? Mache ich sofort weiter mit dem zweiten Kreuzzug. Bitte hör nicht auf mit Stronghold, Henno, Allah. Sowas. Und im Zuge dessen wurde auch viel schon mal anscheinend präventiv vorgeschlagen, was ich denn stattdessen auch machen könnte. Und, wir sind bereit. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht jetzt. Und da will ich auch generell nochmal drauf zu sprechen kommen, was ich eben doch angerissen habe. Auf diesem Kanal kommt jetzt aktuell ja wieder richtig viel. Habt ihr es gemerkt eigentlich? Könnt ihr eigentlich unterscheiden zwischen meinen ganzen Kanälen? Ich meine, jetzt gibt es ja auch wieder den Best-of-Kanal, der wieder in Betrieb ist. Ah, letzte Woche und auch diese gab es jeden Tag ein Video. Jeden Tag. Also... Über alle Kanäle hinweg, meine ich. Ja, also ich glaube, letzte Woche war es so Montag Best of Hitman auf dem Best of Kanal. Dienstag Zweitkanal.
Surviving the Aftermath oder so. Dann Mittwoch Hauptkanal, Donnerstag, Freitag Zweitkanal, Samstag Hauptkanal, Sonntag Zweitkanal. Und dazu streame ich noch. Also eine Content-Flut. Ja. Und das freut mich mega. Weil in den letzten Monaten habt ihr ja gemerkt, immer mal, wenn hier was kam, habe ich auch das hier und da mal angesprochen. Ja, Leute, also ist halt nicht Prio Nummer 1 und wir haben gerade echt viel zu tun. Und es stimmt auch. Aber das zeigt auch jetzt euch, glaube ich, dass es gerade echt läuft. Also ich muss auch sagen, ich bin gerade super zufrieden, wie es mit allem läuft. Wir haben hier sehr viel jetzt mit den Jungs drüben, unserem kleinen Media-Team, super viel Strukturen geschaffen und Arbeitsabläufe, dass wir alles nochmal zeitoptimierter haben. Auch die Arbeit ein bisschen mehr aufgeteilt haben. Und das lässt jetzt auch einfach zu, dass ich hier mehr euch anbieten kann. Ja, war ja hier ganz oft die Diskussion. Warum denn hier jetzt nur ab und an was kommt? Und es war ja auch von Anfang an so klar. Also ich glaube, ihr hattet ja auch nie eine andere Erwartungshaltung, weil das habe ich ja von Anfang an immer gesagt. Hey, ich mache diesen... War ja damals wegen Schluss damit. Da haben ja ein paar Leute gesagt, oh Manno, ala Henno, ich liebe doch so Uncut Gameplay. Wo ich dann gesagt habe, hey, komm, pass mal auf, ich mache so einen Zweitkanal. Und wenn ich Zeit habe, kommt da was. So. Und ist ja auch ganz cool, denke ich. Ja, aber jetzt... Ich muss doch sagen, ihr geht halt übel drauf steil. Und da würde mich mal... Also wir fragen uns hier, warum. Wir fragen uns hier, warum kann der Henno auf dem Zweitkanal ein 20 Jahre altes Strategiespiel hier bringen? Und das macht irgendwie 300.000 Aufrufe. Wer guckt sich das an? Ich meine, guckt euch mal die Scheiße hier an. Ist übel geil, so, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So, normalerweise geht ja die YouTube-Zuschauerschaft, da muss man ja immer mit dem Hype gehen, mit dem Trend aller Ohren, neues, hier, keine Ahnung, Spiel ist draußen, sofort am Release-Tag rein, Content-Flut. Und dann, kaum ist 3 Tage alt, ist uninteressant und das nächste. Und ich sitze hier und spiele Royal Crusader, wisst ihr, was ich meine? Aber auch so Survival the Aftermath, so, ist für mich echt ein geiles Spiel. Ich muss jetzt hier mal Truppen produzieren. Ich find's echt geil. Aber ich glaube, das ist halt auch sehr spezifisch und bedient halt eine ziemlich Hardcore-Ziel, also eine kleine Nische bedient es eigentlich an Hardcore-Strategie-Fans. Das ist nichts für die breite Masse, glaube ich. So. Aber dann lade ich das hier hoch und kriegt halt auch einen Arsch voll Klicks, was mich halt mega freut. Aber ich ralle es nicht. Könnt ihr mir bitte erklären mal in den Kommentaren, warum ihr das darauf... Also, ne? Das widerspricht jeglichen Normen auf YouTube Gaming. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich meine, nicht umsonst ist jeden Tag... Oh, Richard ruft an. Noch ehe dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Ja, meins. Guck. So. Also, der will aufs Maul, will er sagen. Komm, wir kommen mal... Oh, wir kommen hier gar nicht lang mit den Reitern. Hä? Ach, die können nicht über Mauern reiten. Das ist natürlich bitter. Jo, da muss ich kurz hier ein bisschen Micromanagement machen. Wir geben unser Bestes. Wir werden überfallen. Das hier ist bitter. Oh. Oh, da fehlt was. So, Tribok ist natürlich am gefährlichsten. Wir geben unser Bestes. Der knallt nämlich richtig Schaden. Eine Nachricht der Ratte. So seid ihr besorgt, was? Nee. Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Bereit, so, eure Lordschaft. Jetzt da. Ja, der kommt auf jeden Fall auch an. So. Gut. Also ich glaube... Ich versuche das halt auch für mich irgendwie zu analysieren, damit ich es verstehe. Ihr habt nicht genügend Güter.
Und ich glaube, jetzt über die Jahre habe ich mir durch euch irgendwie eine Zuschauerschaft erworben irgendwie. Dadurch, dass ich halt kontinuierlich so eine uralten Strategiespiele bringe. Auch auf dem Hauptkanal. Schlacht um Mittelerde gegen Peacemeat. Strong Crusader hier mit den Spandauern. Age of... Was war noch alles? Wir hatten ja mehrere Sachen auf dem Hauptkanal. Siedler 4. Siedler 3. Weißt du, diese ganz alten Strategiespiele. Und wenn ich auf dem Hauptkanal, dann hier auf dem Zweitkanal richtig kontinuierlich. Oder im Stream. So ein Heroes of Might and Magic 3. Wann kam das raus? 1998? Ist halt komplett geisteskrank, ne? Und ich glaube, irgendwie habe ich es geschafft, meine persönliche private, eigentlich private Begeisterung für diese Titel auf euch irgendwie zu übertragen. Zur Stelle. Und hab euch slow and steady angesteckt, so über die Jahre, oder? Oder vielleicht slow and steady über die Jahre haben immer mehr neue Zuschauer hierher gefunden und herausgefunden, ah, hier ist eine ganz coole Anlaufstation, um so einen Content zu bekommen. Weil ich glaube auch, ansonsten gibt es auf YouTube, ja, Twitch gar nicht, aber auf YouTube gibt es ansonsten für diese Titel nur so Leute, die das halt aus dem Hobby heraus mega hardcore machen. Also mega in die Tiefe gehen, analytisch. Und bei mir ist es, glaube ich, noch so auf einem, dieser Content mit diesen Spielen auf dem Level, wo jeder irgendwie dann doch aber auch immer noch was damit anfangen kann. Oder? Ist so meine Theorie. So. Das würde ich wirklich gerne wissen. Und das ist jetzt nicht so ein, ihr wisst, sowas mache ich nicht so. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr heute gefrühstückt habt. So, ich will es wirklich wissen. Okay? Mich interessiert das übel. Weil ich sitze hier, guck mir den Zweitkanal an und denke mir so, wer schaut das? Das freut mich übel, aber ich kann es nicht. Prost. Ja, auf jeden Fall im Zuge dieser ganzen Gedanken bei mir, habe ich mir überlegt, so, wie geht's jetzt aber weiter? Ja? Wir stecken hier weiter die Truppen. Auf Gold. Wie geht's jetzt weiter? Und ich muss sagen, wir hasseln hier, also es kam ja jetzt wirklich ein halbes Jahr oder so, oder länger, gar kein Stronghold Kingdoms. Ja, bis vor 2 Monaten oder so. Da habe ich ja wieder angefangen. Wo ihr mega drauf abgeht. Geil, endlich wieder. Nice, geht weiter. Aber gerade hasseln wir schon ziemlich durch. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Wir folgen euch, Herr. Und ich glaube, es war jetzt wieder eine sehr intensive, coole Phase. Aber jetzt direkt mit dem zweiten Kreuzzug weiterzumachen, würde ich nicht. Stattdessen, aber der, ich werde ihn trotzdem irgendwann mal machen. In, keine Ahnung, vielleicht in einem halben Jahr. Oder in einem Jahr. Oder sogar noch viel, viel eher. Vielleicht sage ich in 4 Wochen, nee, ich habe so Bock, keine Ahnung. Aber jetzt erstmal würde ich stattdessen wieder ein bisschen mehr das machen, was ich auch die letzten Jahre eigentlich immer gemacht habe. Ein bisschen breiteres Angebot von Strategiespielen euch liefern. Weil ich habe immer auf dem Zweitkanal überlegt, was kann ich hier bringen? Irgendwas Rundenbasiertes, irgendwas Schnelles, was man aufnehmen kann, was einfach funktioniert. Weil wenn ich mich hier hinsetze, 5 Stunden lang und in Fortnite tryharde und ich kriege einfach keine Runde geschissen, ist es überhaupt nicht worth für mich. So, aber so eine Runde Stronghold geht halt immer. Ich knall hier durch, es ist immer interessant, ihr findet es cool. Win-win. Es ist zeitlich überschaubar, der Aufwand. Alter, ich habe schon 100 Schwertkämpfer. Ja, dann jetzt Spiritme. Ist halt immer cool. So, und ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren, wie gesagt, hoppala, dankeschön, andere Strategiespiele gebracht. Und es gibt noch so viel mehr. Warum probiere ich nicht noch mehr rum? Und da habe ich mir eine kleine Liste gemacht. Und die lese ich jetzt einfach mal vor. Also, was ich mir hier auf dem Kanal vorstellen könnte. Unverbindlich. Ich sage nicht, dass das kommt. Aber das sind so die Dinge. Und da habt ihr auch kein Mitspracherecht. Ich will das jetzt auch nicht zur Diskussion stellen. Ich will euch nur
einfach mal so mitteilen, was ich mir so überlegt habe. Das ist trotzdem danke für etwaige Vorschläge. Ich habe auch ein... Was? Achtung! Was werden wir? Wir werden überfallen? Achso. Ich habe auch einen Discord-Server, wo es einen Raum gibt. Spielvorschläge, die könnt ihr gerne mal raussuchen. Ja, die Liste. Also, ich könnte mir vorstellen, Age of Empires 2, grundlegend. Wobei, von all den Titeln, die jetzt kommen, Age of Empires 2 tatsächlich am wenigsten. Erkläre ich später. Schlacht um Mittelerde 2. Eins kam ja mehrmals auf dem Hauptkanal, witzigerweise nur. Und zwei kam nie. Ich habe das mal geschildert in dem Stream, wo ich Stronghold gespielt habe. Und das VOD gab es auch hier. Ist halt knifflig, das Spiel gibt es nicht mehr. Ist sehr, sehr, sehr teuer zu erwerben. Und für die Pietsmeets, mit denen ich ja den ersten Teil zum Beispiel damals aufgenommen habe, immer. Für die ist es einfach, die haben sich dagegen entschieden. Das ist denen nicht wert, was auch vollkommen okay ist. Da so viel Geld aufzubringen, damit wir mal gemeinsam eine Runde Schlacht um Mittelerde machen können. Ja, weil ich glaube, Schlacht um Mittelerde 2, die richtige Version mit hier Hexenkönig von Angmar und den Erweiterungen und so weiter, kostet, glaube ich, auf eBay. Wie gesagt, das wird leider nicht mehr verkauft, vertrieben. Kostet, glaube ich, so 120 Euro. Insane. So, und wir brauchen das ja mal 6. Ja. Das ist einfach nicht worth. Das bringen keine Werbeeinnahmen von unseren YouTube-Videos ein. Das... Ne? So. Aber ich hätte auch Bock. Vielleicht finde ich wen anders. Oder vielleicht, vielleicht mache ich das einfach alleine. Guck da mal rein. Vielleicht spiele ich es einfach online. Keine Ahnung. Mal gucken. Tropico 6 Koop. Tropico ist ein Titel, den habe ich nie gespielt, obwohl ich ultra auf Wirtschaftssimulation stehe. Also ultra, ultra, ne? Pizza Connection, die Gilde. Ja, und dann hier und da gibt es ja verschiedene Elemente in die Richtung auch in anderen Spielen. Ob das jetzt in Anno ist oder jetzt zum Beispiel auch in Surviving the Aftermath ein bisschen. So eine Sachen. Und ich habe gesehen, da gibt es jetzt einen Multiplayer-Modus und das klingt echt interessant. Muss ich mir aber noch genauer angucken. Da bin ich mir echt nicht sicher. So, dann Anno an sich. Und da denke ich an den 1500er Teil oder 1600er. Empire Earth. Haben wir nie gebracht. Ist für mich eigentlich geiler als Age of Empires. Für mich persönlich. Aber irgendwie haben wir dann, wenn dann, immer Age of Empires. Übrigens auch Age of Empires 1 gebracht. Irgendwie haben wir eher dann immer sowas wie Age of Empires oder Age of Mythology oder so gebracht. Dabei finde ich persönlich Empire Earth viel geiler. Ich glaube, ich stehe aber mit dieser Meinung... ich glaube, diese Meinung ist nicht so populär. Ich kann Waffen verkaufen. Deswegen haben wir dann, wenn dann, eher Age of Empires gemacht, glaube ich. Also ich und die anderen. So, aber darauf hätte ich Bock. Dann Rise of Nations. Eigentlich, also generell, dieses ganze Genre, über das wir gerade reden, ist ja tot. Das ist ja tot. So Anfang der 2000er war das richtig hip und geil. Und da kamen nur so eine Titel. Und will ich auch mit die geilsten bis heute. Aber das Genre ist tot. Da kommt heute nichts Gescheites mehr raus. Die Leute spielen eher alles, was halt von früher da ist. Juckt halt niemand mehr. Irgendwie, gefühlt. Ne, gibt ja einen Grund, warum die Industrie die nicht mehr so pumpt. Ja, ein paar machen wir noch. Ich erzähle erstmal zu Ende. So, aber Rise of Nations habe ich selber auch noch nie gespielt, aber war so ein kleines Aufbäumen wieder von diesem Genre. So, da wollte ich mal reinschauen. Das hat ja mega gut abgeschnitten. So, dann Cossacks oder Cossacks 3. Ich weiß nicht, ob 3. Ich, ne, muss ich mal gucken, welcher Teil da am besten ist. Vielleicht könnt ihr da auch was zu sagen. Habe ich auch nie gespielt. Aus dem Grund, weil für mich war das dieses... Oh, wie hieß es? American Conquest? Also es war quasi ein Klon. American Conquest? Vielleicht... Ich glaube, das habe ich früher... Ja. American Conquest. Habe ich halt früher... Das war so mein Cossacks oder Cossacks.
Könnte man auch bringen. Also hätte ich sogar mehr. Also ja, ich bin neugierig auf Cossacks. Ich nenne es jetzt einfach mal Cossacks. Sorry, falls es falsch ist. Aber so aus nostalgischen Gründen würde ich eigentlich lieber American Conquest bringen. Aber ich bin halt auch neugierig, weil die Reihe soll ja atemberaubend sein. Und ist ja legendär. Ihr habt nicht genügend dann Güter. Supreme Commander. Ihr aber nur der erste Teil. Güter. Der zweite ist shit. Der erste also Teil war für mich früher tatsächlich mitunter der LAN-Titel. Neben Call of Duty und Warcraft 3. Und Flatout 2 natürlich. Habe ich früher tatsächlich mit der Salzgitter-Crew, Grüße gehen raus, auf jeder LAN ultra reingeschwitzt. Immer zusammen gegen die 10er-KI, die dann, war das die X-KI? Die dann, die halt wirklich gescheatet hat. Und man dann versucht hat, zu 6 oder zu 8 die halt niederzuringen. Richtig geil. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, dann Battle Realms. Battle Realms. Hatte ich irgendwo schon mal angesprochen. Und es kannten überraschend viele. Fand ich sehr interessant. Kannten überraschend viele. Ich weiß den Turm jetzt auch ab. Ich glaube, es liegt daran, weil das früher in der Computerbildspiele war. Also daher kenne ich es. Das habe ich zum Beispiel früher auch mit Splatterman, dem Christo, als wir klein waren, viel über Hamachi oder Hamachi gespielt. Der wäre, glaube ich, sofort auch am Start. Ja, schön freshes 1 gegen 1 oder erstmal zusammen gegen KIs, um reinzukommen. Da wäre der, glaube ich, sofort am Start. So, und dann, last but not least, Allah, mein All-Time-Favorite, was Strategiespiele angeht, tatsächlich, Warlords Battlecry 3. Kennt wahrscheinlich niemand. Ist super, super unbekannt. Ist ein sehr exotischer Mix von Strategie und Rollenspiel. Noch viel krasser in der Hinsicht, als Warcraft 3 das gemacht hat. Mit, ne, ich habe hier meinen Dämonenjäger, aber auch meine Truppen. Ne, mit den Helden und so. Sehr, sehr geil. Das Problem ist aber, dadurch, dass es so unbekannt ist, gibt es da kein HD-Remake oder eine große Modding-Community. Also es gibt eine Modding-Community, aber... Also, ich habe es letztens mal zum Laufen gebracht, aber es ist wirklich arschschwer, geschweige denn, ob das hier mit dem Aufnahmeprogramm alles funktioniert und überhaupt. Ja. Da bin ich der beste Spieler der Welt drin. Bin ich ehrlich. So. Das war's. Das könnte ich mir alles vorstellen. Könnt ihr mal eure Meinung teilen. Ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, worüber ihr abstimmen könnt. Oder ne, wo wir jetzt vertieft drüber diskutieren. Oder ihr bestimmt. Nee. Das ist jetzt einfach mein Ding, wie ich mir das denke. Und das wird voraussichtlich in der nächsten Zeit dann halt kommen. So, unverbindlich. So, Sektor clear, affirmative. Hat er hier kein Feuer? Zündet der hier nicht mal an? Wahrscheinlich nicht. Scheiße. Oh, shit. Feuer frei, Alter. Shit. So, warte mal. Das ist die Nummer 2. Und ihr seid die Nummer 1. Ja, hast ja recht. So, Alter, was ist denn hier los? Der Sultan? Ey, was geht mit dir? Herr Sultan. Ja. Mensch, jetzt habe ich ganz schön viel gelabert. Jetzt boxen mal die Leute hier aus dem Leben. Das geht aber auch zackig. So, zünde nochmal die Reste hier an. Komm, einer geht noch. Hier ist doch bestimmt auch Feuer. Haha! Gebaitet, Allah! Das geht ins Geld, lieber Kalif. Beim zweiten Kreuzzug, der dann potenziell irgendwann kommt, ist ja auch ganz, ganz interessant, dass da ja ganz andere Gegner sind. Also das hier sind ja noch mehr oder weniger die klassischen Gegner, plus halt die arabischen.
Na, aber zumindest sowas wie Ratte, Schwein, Wolf, Schlange, ne? Die sind beim zweiten Kreuzzug gar nicht mehr da. Ne? Also, so, ich glaube, ich hab's jetzt hier, aber ich glaube, hier ist jetzt kein Feuer mehr. Dann klebt mir die Bogenschützen. Oh Gott! Alter, ey, das ist ein Schweinehaufen, wirklich. Nervt mich das. Scheiße, ey. Also richtig viele verreckt jetzt. Oder wird mal nachproduziert? Es werden Rekruten benötigt sein. Oh shit. Wir sind bereit. Wie machen wir das mit Belagerungswaffen? Werkzeug ist bereit. Ziel ist eine Belagerung. So, haben wir jetzt hier noch Feuer? Das war's, oder? Eine Nachricht vom Kalifen. Bleib meinen Ländereien fahren, Ungläubiger. Bleib fern. Wir folgen euch, Herr. Okay. Da war nur etwas Feuer. Was wünscht ihr? Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Was will denn die Ratte jetzt schon wieder, Alter? Ach, du warst da? Ups. So. Haben wir es jetzt? Jawohl. So, dann prügelt euch da mal durch. Gebt uns eine Nachricht vom Sultan. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Konstruieren Belagerungsgeräte. So. Konstruieren Belagerungsgeräte. Katapult bereit, Milo. So, dann haben wir jetzt mal wieder ein paar Katapulte, Alter. Wir wissen, wie es geht, ey. Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszubrochen. Ja, der geht ja in Slow-Mo, oder? Seid gegrüßt. Das sind ja zwei Ringe, die er hat. Das ein bisschen optimiert. Wir sind bereit. Scheiße. Zum Okum. Na gut. Für dieses oh, feuerfrei. Brauchen wir mehr Baumeister. Da stehen jetzt wahrscheinlich Ritter. Dieses Gerät brauchen Ups. Vorwärts, dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. So, rein. Katapult bereit, Mylord. Feuer. Nachricht von Jawohl. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Alter, das sind einfach viel zu viele Bogenschützen. So, rein. Alles rein. Schön, 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 schön. Muss fetzen. Oh. Gucken wir mal direkt vor. Oh. Das ist ja spannend. Oh. die Sounds sind einfach das Beste an diesen alten Dingern. Oh. Seid begrüßt, eure Herrschaft. Katapult so. Bereit. Eine Nachricht vom Kalifen. Ich werde es oh, lol, scheiße. Eieieiei. Katapult wird bewegt. Katapult wird bewegt. Katapult bereit, mein Lord. So, jetzt schalten wir da mal die Ballisten und so weiter aus und die scheiß Mangel und was das ist. So. Aha. Der Kornspeicher ist voll, my lord. So. Schön. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Sieg! Der Löwe kann wieder brüllen. Hä? Wollte schon sagen, what? Was laberst du? Bruder! Die Waffenkammer ist voll, my lord. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Schön, ihr könnt ein paar Gebäude einreißen. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? Okay. Ja, die Balliste ist ein Problem. Bin ich ehrlich. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Das Vorratslager ist voll, my lord. Nicht nur voll. Lahmen Essa. So. Katapult bereit, wie erledigt. Mach doch mal die Balliste da weg. Wäre das nicht mal was? Lahmen Essa.
Wäre das nicht mal was? Das ist wahr, Mann. Was ist da los? Oh shit, da kam richtig viel Schwertkämpfer. Scheiße. Wir stehen zu Dienst. So, Rinder. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Ah, ich krieg da ziemlich aufs Maul, aber das ist auch eine harte Nuss. Ich brauche jetzt Gold. Ich ignoriere da mal kurz. Ich muss jetzt einmal nachproduzieren. Es ist ja halbwegs clear. Ja, ist ja. Jetzt würden die Shortcuts echt sehr viel bringen. So. Aber weil ich dann nicht immer hier zurück müsste. Es werden ah, die Balliste ist aber Schrott tatsächlich. So, wir gehen wieder rein. Ist das so ein Kesselbube? Oh, ich glaube, ich habe den. Nee, den Kornspeicher nicht. Ja, wir lassen. Was wünscht ihr? So. So gut wie erledigt. Ich habe halt keinen Bock, dass da viel Feuer jetzt geschieht. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Weil da, wenn da einer mit dem Kessel in der Hand steht, ist schwierig. Meine Wälle sind stark und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns eure Schleudern und Pfeile. So, jetzt gibt's richtig Krieg da. Das wird nochmal richtig spannend jetzt. Weil der hat da ordentlich Truppen. Der hat da nicht ohne. Ich hätte ihn erstmal angreifen lassen müssen. Das könnte knapp werden. Das könnte richtig knapp werden. Ballert da mal richtig rein. Guck mal, schon die Hälfte dezimiert. Leicht gegrüßt. 40. Wir sind bereit. 35. Ich glaube, das wird nichts. Scheiße mit Reis. Nee. Oder doch? 30 sind noch da. Die standen nur alle auf einem Fleck. Guck mal, die greifen hier die Reiter an. Die sind vorbei. Es reicht. Es reicht. Wir benötigen Steine. Ja, ist ja gut. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt und meine Knochen müssen. Jetzt brauche ich halt doch wieder ganz schön viel Schwertkämpfer. Okay, so, den hätten wir. Seid gegrüßt. Der Kornspeicher ist voll, das hört man gerne. Das kann weg. Das kann weg. Ihr habt nicht genügend Güter. Ja. Das stimmt. Was ich richtig irritierend finde, wenn man hier die Bogenschützen da so platziert, es werden Rekruten benötigt, Sire. Dann ist da ein Ritter drauf, oder? Der hat doch da so ein rotes Kreuz. Das ist so ein berittener Schwertkämpfer. Das ist kein Bogenschütze. Das irritiert mich so hart jedes Mal. Kann man wahrscheinlich jetzt schwer sehen auf YouTube. So. Zum Okum? Okay, dann klären wir hier mal die Scheiße. Ach ja, der Sultan ist ja noch da, Mensch. Mensch. Alter, wie schnell sind die Katapulte gerade gewesen? Holy shit. So, dann knallt ihr mal alles ab. Outrange. So wie es sich gehört. Die Nummer 6. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Hat er recht, hat er recht. Ist natürlich eine bittere Sache. So, wir knallen hier mal rein. Schwierig. Wir
Al-Farasutadi. Eine Nachricht vom Sultan. Die Olivenzweige trauern über den Verlust des Sultans. Das so, jetzt könnt ihr reinknallen. Sehr gut. Sehr gut. So muss das. Okay. Eine dreckige Verlust. Was wünscht ihr? Hervorragend. So, und jetzt meine Lieblingsbeschäftigung. Wackelig wie ein Kartenhaus. Gegrüßt. Wir sind bereit. Herrlich. Einer für alle. So. Na gut. Ei. Wir sind bereit. Ei. Die stelle ich nie her, ne? Pikiniere. Warum eigentlich nicht? Kann ich die nicht theoretisch viel mehr pumpen? Weil für eine Pike brauche ich doch nur Holz, oder? In diesem Fall ist das keine Arbeitszeit. Brauche ich für die nicht... Für die brauche ich doch kein Eisen, oder? Ist es nicht dann, wenn ich genug Holzproduktion habe, kann ich dann nicht doppelt so viel Leute eigentlich pumpen, wenn ich genug Gold habe? Ist einfach von der Masse her, weil ich kann halt bedeutend mehr Rüstungshersteller, Rüstungsschmiede bauen, ne, ersetzen für alle Schwertschmiede und dann dafür nochmal hiervon richtig reinlatzen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt nicht aus dem Stegreif weiß. Ob die Pikemacher auch für die Pikeniere da, die Lanzen. Eure Lordschaft? Ob die da lediglich. Katapult bereit, my Lord. Lediglich. Holz brauchen. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Nennt aber. Al-Farasudan. Wir gehen nochmal rein. Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Oh, knall die mal ab. Sehr gut. Oh, da kommen ein paar Leute, ein paar Bauern, die wollen auch kloppen. So, rein. Nieder mit ihnen! So, liebe Ratte. Katapult bereit, din, 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 din. Katapult bereit. Der Jam ist so einfach. Also, kann man nichts gegen sagen. Wir stehen zu dies. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eine Nachricht vom Sultan. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen. So auch der arme Sultan. Einer hat auch geschrieben, mach doch einfach die auf Patrouille. Kacknoobs, bitte raus. Bei einer Patrouille bleiben die voll lang auf einer Stelle stehen, bis alle angekommen sind. Und werden währenddessen die ganze Zeit abgeknallt. Und erst wenn alle da sind, geht's wieder in die andere Richtung. Also du fängst halt 10-mal so viel Schaden, als wenn du so machst. Weil dann fliegen einfach die Pfeile immer nur nach außen, weit in deren Laufrichtung, weil die so schnell sind. Versteht ihr die Mechanik dahinter? Micromanagement. Guck, wo die Pfeile hier hinfliegen. Ins Nirvana. Oder hier, wo die Pfeile eintreffen. Klar, ab und zu verreckt eh noch. Ja, wo die Pfeile hier einschlagen. Phänomenal. Vollkommen daneben. Könnt ihr jetzt mal bitte die Bogenschützen abballern? Danke. Alter, wie viel hat er denn? Katapult bereit, my Lord. So gut wie erledigt. So, schieß da rein, Junge. Wie viele Leute hat der denn? Heilige Scheiße. Oh. Seid gegrüßt. Und los! Wir sind bereit. So, dagegen kommt der nicht an. Das reicht. So, jetzt endlich. Meine Güte.
eine Nachricht der Ratte. Oh, er hat noch mehr. Das kann sich ja auch noch ändern. Einer für alle. Katapult bereit. Er braucht die ganze Zeit neu. Ja, die haben natürlich jetzt viel Ressourcen, die ganze Zeit im Hinterland waren. Die können die ganze Zeit da gegen produzieren. Katapult bereit. So, und ruf. Wie viele Leben hatten er noch? Alter, er hat schon gut was verloren. Dafür, dass sie die ganze Zeit nur Bogenschützen draufknallen. So, rin. Katapult bereit, my lord. Der Kornspeicher ist voll. Und rin. Schön. Kornspeicher voll ist mir scheißegal. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir neigen uns zum Ende vom ersten Kreuzzug Amena. Jetzt bin ich gespannt, ob eine Cutscene oder so kommt, weil das ist ja quasi bitte, die Kampagne. Nein, bitte, tut mir nicht weh. Bitte nicht. Bin ich echt gespannt. Ich glaube, es kommt einfach nichts und jetzt geht es einfach mit dem zweiten Kreuzzug weiter. Ist ja eh eher so eine Challenge-Aufgabenreihe als jetzt wirklich Kampagne, ne? Also bei Stronghold 1, da hatte man ja noch richtig Story. Stronger 2 auch. Gut, machen wir weiter. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Oho. Gut. Übelst Autistengruppe. Als jetzt die Selbsthilfegruppe. Ein Sprichwort. Wenn das Kamel singt, ist es Zeit, die Oase zu verlassen. Ach, den euer Feuer lodert hell. Nur weiter so, teurer Freund. Kenn ich Gute auch noch Arbeit, nicht. Mein Lord. Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung. Ungläubiger. Er ist wieder ein Miesepeter, wa? Ah, die beiden haben die Sprüche gemacht, die man normalerweise bekommt, wenn man mit denen zusammen gewinnt. Viele sind aufgebrochen, doch nur wenige erreichen ihr Ziel. So. Ihr habt euren Mut im Kreuzzugsmarsch bewiesen. Wird das jetzt die ganze Zeit so, oder? Die haben den Remix gemacht aus den Sprüchen und Sounds? Aus dem Englischen? Warum gibt's sowas nicht in Deutsch? Warum gibt's das nicht in Deutsch? Leute, es gibt doch unendlich viel. Guck mal, wie viele Hunderttausende hier zuschauen. Ja? Da gibt's doch locker ja ein paar Hobby-DJs, Musiker, die gerne mal ein paar Beats basteln. Leute, macht das doch mal in Deutsch. Sowas in der Art, nur halt in geil. Stinky, 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 ist das scheiße. Ist witzig, ne? Heutzutage wirst du immer geflamed, wenn du ein Spiel auf Deutsch spielst, ein neues. Aber früher haben alle diese Spiele auf Deutsch gespielt. Und deswegen hat man auch diese legendären deutschen Sprücherinnerungen. Sowas hat man heute gar nicht mehr, weil man alles auf Englisch hört. Weil die Synchronisation ja da viel besser ist und viel, viel professioneller. Es ist reine Gewöhnungssache. So, ich mach mal weiter. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Gut. Kreuzzugsmarsch beendet. 2176 nach Christi. Ja, hat aber lange gedauert. Alter, wo ich die Chicken gesetzt habe, ne? Gut. Achso, ja gut. Der letzte Sieg, ja. Ja, zweiter. Aha. Ja. Sehr ähnliches Prinzip. Wie gesagt, wenn ich das Ding mal bringe.
ich glaube, ich würde hier auch nicht alles zeigen. Also ich glaube, ich würde hier offscreen ein bisschen reinbuttern. Die ersten sind ja eh, also vorausgesetzt, das ist wie beim ersten Kreuzzug. Da steigert sich ja die Schwierigkeit. Ja. Aber ich will das unbedingt machen. Allein aus dem Grund, weil ich habe richtig Bock auf Strong Crusader Extreme. Kennt ihr das? Wahrscheinlich. Richtig geil. Es ist ein ganz anderes Gameplay, aber immer noch halt in diesem Spiel. So, aber es ist halt ein ganz anderer Modus quasi. Wie das Wort schon sagt. Extreme. Und ich habe mir vorgenommen, dass... Ich habe da schon lange Bock drauf, aber ich wollte hier erstmal fertig werden. Und der zweite Kreuzzug gehört dazu. Was wäre denn hier? Ja, hier gegen diesen Omar. Wie gesagt, also kann man hier ja auch mal gucken. Genau. Im ersten Kreuzzug waren es jetzt die hier. Die obere Reihe. Und im zweiten Kreuzzug sind es halt nur die. Das ist halt auch ein ganz anderes Gameplay dadurch. Das sind auch kurze Beschreibungen. Da sind ein paar ähnlich wie oben. Aber ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes. Gerade zum Beispiel der Abt, der geht immer auf Mönche. Richtig viel Mönche. Der baut eine Kathedrale und spammt Mönche. ist schon ganz cool. Er hier, der Marschall, glaube ich, der baut immer Ritter. Also die Britinnen. Ja. Gut, okay. Ja, dann war es das an dieser Stelle. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Euch ja augenscheinlich auch. Und wir sehen uns dann demnächst bei etwaigen anderen Titeln. Prison Architect wollte ich mir auch noch anschauen. Habe ich jetzt im Stream ein bisschen gepumpt. Hätte ich auch übel Bock auf eine kleine Reihe. So, bis dann. Tschüssi.